Ich werde oft gefragt, was ich an Holmes am meisten bewundere. Schnell kam ich darauf, dass es neben seiner Meisterschaft im Deduzieren wohl sein beinahe schon enzyklopädisches Wissen um viele, möglicherweise auch erst einmal unwichtig erscheinende Zusammenhänge ist, das letztlich aber eben doch oft entscheidend für die Lösung eines Falles ist. Die Begebenheit, welche ich unter dem Titel »Eine Frage des Teers« den geheimen Fällen des Meisterdetektivs hinzufügte, ist da ein geradezu exemplarisches Beispiel. Am Ende wird der geneigte Hörer wissen, was ich mit meinem Anfangswort gemeint habe. Alles begann an einem Nachmittag im Juni, wie so oft mit einem Besuch meinerseits in der Baker Street 221b, deren Räumlichkeiten Holmes und ich vor meiner Heirat miteinander geteilt hatten. Mein Freund wirkte sehr freudig erregt. Mir war sofort klar, dass ich offenbar genau zum rechten Zeitpunkt erschienen war. Stellen Sie sich vor, Watson, eine junge Klientin hat vor einer Stunde ihr Kommen per Telegramm angekündigt. Oh, das freut mich für Sie, Holmes. Und hoffentlich für Sie selbst auch ein wenig. Schon, ja. Ich spüre es. Der neue Fall wird von Bedeutung sein. Das wäre natürlich famos. Es war gar nicht so leicht, in der kurzen Zeit hier so weit Ordnung zu schaffen, dass man eine respektable junge Dame der oberen Gesellschaftsschichten auch empfangen kann. Mrs. Hudson ist eine Woche mit ihrer nervtötenden Cousine verreist und wie Sie selbst ja nur zu genau wissen... Brauchen Sie immer jemanden, der hinter Ihnen herräumt? Ja, genau. Und wie ich das weiß, aus leidvoller, langjähriger Erfahrung möchte ich hinzufügen. Auf mich allein gestellt, ja, ist es immer ein wenig schwierig, einigermaßen Ordnung zu halten. Ach, jetzt stellen Sie Ihr Licht aber mal nicht zu sehr unter den Scheffel. Es sieht doch ungemein aufgeräumt und sauber hier aus. Och, finden Sie wirklich? Unbedingt. Sehen Sie, wenn Sie müssen, dann können Sie aufräumen. Mag sein, aber ich hoffe, ich muss es so schnell nicht wieder. Wann kommen Mrs. Hudson und Miss Mapleton denn genau zurück? Erst Dienstag früh. Oh, wenn das so ist, dann haben Sie ja, nachdem die Klientin wieder fort ist, noch viel Zeit, alles wieder unordentlich zu machen. Na, dass Sie doch imstande sind, aufzuräumen, dieses Geheimnis sollten die beiden Damen wohl besser nicht kennen, oder? Gott bewahre, nein! Alles, nur das nicht. Hat die junge Dame, die ihre Ankunft angekündigt hat, ihren Namen genannt? Hat sie. Ihr lautet Miss Beryl Falconer. Nein, sagt mir nichts. Ihnen? Nein, mir auch nicht. Im Who is Who ist nur ein John Falconer aufgeführt. Oberhaupt einer recht begüterten Familie in Sussex und seines Zeichens dort in der Gegend auch Friedensrichter. Er hat 2 oder 3 Bücher über seine Reisen durch die Welt verfasst und ist Mitglied im Travelers Club. Was somit wohl naheliegend scheint. So ist es. Er ist 65 Jahre alt und hat, jetzt wird es interessant, eine Tochter. Das wird dann ja wohl die junge Dame sein, die sich angekündigt hat. Das, ja, das denke ich auch. Oh, es ist nicht zu glauben. Was denn? Wie ich sehe, haben Sie sogar schon Tee gekocht und den Tisch gedeckt. Das macht Ihnen richtig Freude, sowas zu sagen, nicht? Durchaus. Ich muss es gestehen. Wie Sie nur zu gut wissen, lieber Freund, wachse ich stets über mich hinaus, wenn ein neuer Fall in Aussicht steht. Ja, ja. Und bin dann sogar kurzfristig imstande, die geistlosesten, zeitraubendsten und überflüssigsten Aufgaben zu erledigen, die... Deren Erledigung Sie sonst nur zu gerne Mrs. Hudson oder mir überlassen. Genau. Ach, ja, es ist nicht immer leicht, mit Ihnen befreundet zu sein. Oder bei mir angestellt zu sein. Ich weiß, ich weiß. Ja. Ah, da ist sie. Aha. Was für eine Schönheit. Ein gleichfalls noch recht junger Mann hilft dir aus der Kutsche. Aha. Ihr Verlobter womöglich? Nein, nein. Sie trägt keinen Verlobungsring. Ich tippe auf einen Verwandten. Ein Cousin womöglich. Da ist eine entfernte Ähnlichkeit der Gesichtszüge.
Ich gehe dann mal öffnen. Ja, bitte. So was. Also, Ihre Golftasche hätten Sie aber schon auch wegräumen können, Holmes. Naja, das ist ja schnell gemacht. Nicht den Schrank öffnen! Ja. Ach, liebe Güte, Holmes! Ach, das nennen Sie also aufräumen? Ja, verdammt. Ach, Bevor Sie den Schrank geöffnet haben, war doch alles in schönster Ordnung. Das haben Sie selber gesagt. Naja, nur oberflächlich in Ordnung, wie ich jetzt weiß. Oh. Und nun? Sie werden öffnen und die beiden in irgendein Gespräch verwickeln und erst ganz langsam nach oben kommen. Mhm. Ich brauche Zeit, das alles wieder in den Schrank zurückzustopfen. Na, darauf möchte ich wetten. Los jetzt. Nun gehen Sie schon. Ja, ja. Ich wünsche viel Erfolg. Ja, danke. Ich tat mein Bestes, unser Eintreffen im Wohnzimmer, soweit es noch einigermaßen höflich war, hinauszuzögern. Irgendwann aber kam er doch, der Moment der Wahrheit. Herein? Passt es jetzt? Na, aber ja. Warum denn auch nicht? Oh. Miss Falconer. Guten Tag, Mr. Holmes. Guten Tag. Bitte, treten Sie ein und nehmen Sie Platz. Oh, danke. Meinen Freund und Chronisten haben Sie ja schon unten an der Haustür kennengelernt. In der Tat. Ach ja, dies ist Mr. Sanderson. Er ist der... Ich bin der Cousin von Miss Falconer. Ja. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Holmes. Ja, dies beruht auf Gegenseitigkeit, Mr. Sanderson. Tee? Gern. Oh. Watson. Ja, natürlich. Ich kümmere mich darum, wie immer. So. Und so. Bitte sehr, die Herrschaften. Herzlichen Dank. Zu freundlich, Dr. Watson. Oh, nicht doch. Und ich? Was ist mit mir? Wo bleibt meine Tasse? Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ach so.